Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to bring you this look at the future stars in the sport of golf. We're a couple of blocks off of fabled Sunset Boulevard at Riviera Country Club for third round coverage of the California Classic. Well, if yesterday was any indication, we should be in for a memorable weekend of golf here as we take in the leaderboard on this Saturday. Our leader here on Saturday is our featured golfer. He's got a sizable advantage here as he looks to increase it further. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour und zur dritten Runde der California Classics. Wir stehen wieder auf diesem besonderen Abschlag hier im Riviera Country Club. Und zwar diesem erhöhten Abschlag. Da unten stehen die Zuschauer und warten darauf, dass der Führende der ersten beiden Tage mit minus 15 jetzt gleich an diesem wunderschönen Par 5 abschlägt. Aber zuvor schauen wir ganz kurz nochmal aufs Leaderboard. Was hat sich mittlerweile getan? Denn wir sind ja im letzten Flight zusammen mit Efren Vega. Und der liegt 6 Schläge hinter uns. Wir schauen mal kurz darauf. Aha, da ist jemand an der 15. Minus 5, minus 3. Das sind so ungefähr die Ergebnisse, die mittlerweile reingebracht wurden ins, beziehungsweise fast reingebracht wurden ins Clubhaus. Okay, also moderat, moderat. Und moderat ist auch der Wind. Ihr seht es, minus 6, minus 5. Also wir haben auch heute wieder wenig Wind in Anführungszeichen, natürlich bemerkbar, natürlich müssen wir mit ihm spielen, aber es ist jetzt kein Wahnsinnswind. Okay, Freunde, wir wollen loslegen, die California Classics, das dritte Turnier auf der Korn Ferry Tour und wir liegen in Front und wollen natürlich auch dort bleiben, heute am berühmten Moving Day, aber so wie es aussieht, können wir ja nur noch nach hinten moven und das wollen wir natürlich nicht. Nichtsdestoweniger, lasst uns loslegen. Wir schauen mal, der Wind kommt von rechts, das heißt, wir könnten eigentlich hier auch jetzt mit dem Driver schlagen. Lass mich nochmal kurz überlegen, das letzte Mal haben wir Gegenwind gehabt, nein, wir hatten Mitwind meines Wissens, deswegen haben wir mit dem Holz geschlagen. Jetzt könnten wir natürlich, ja, es geht ein bisschen runter, wir haben aber den Seitenwind, okay. Das heißt, wir werden den etwas hoch anspielen mit dem Driver, damit er eben doch etwas kürzer bleibt. Wir schlagen den etwas kürzer. So, ich wünsche uns allen ein schönes Spiel für die dritte Runde. So, das sollte doch hoffentlich passen, dass er liegen bleibt. Yep. And that should be just fine. Good drive there to get the Saturday round underway. So, auch heute wollen wir versuchen, die ersten zweimal hat es ja geklappt, mit einem Birdie zu beginnen. Das Eagle wird natürlich schwer, wobei jetzt haben wir hier die Fahne hinten stecken. Das heißt, wir haben genügend Platz, um eigentlich das Grün anzuspielen. Okay, ein Eisen 5. Ein Eisen 6 könnte zu wenig sein. Ein Eisen 5 könnte uns durchrollen. Ein Eisen 5. Ja, der Wind. Ich meine, wenn er nach links fliegt, haben wir da links hinten noch genügend Platz. Eisen 5 hoch angespielt. Okay. Okay. Ja, komm, 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 komm. Okay. Komm, bleib liegen. Wow, what a nice way to start the day, Frank. Straight out of the gate. Genau richtig. The door is officially open. From 16 feet away now. This a chance at an eagle. Ja, das ist eigentlich auch gar keine so schlechte Chance, denn es tut sich da wenig, so wie ich sehe. Gut, es geht leicht bergab. Ja, leicht ist gut, ne? Da sagt er hier 5 Inches. Okay. Und es ist wie immer. Auf der einen Seite wollen wir hier natürlich gerne das Eagle spielen, aber wir wollen auch das Birdie nicht gefährden. Das heißt, wir wollen hier nicht zu sehr übers Loch hinaus.
gut. Es geht eigentlich kontinuierlich nach unten. Und wir haben nur ein leichtes Break. Am Anfang eigentlich gar nichts. Es breakt erst da hinten. So, und da hinten müsste er eigentlich, wenn er langsamer wird, dann richtig um die Kurve rum. Okay. So, ein bisschen. Ja, das ist vom Gefühl her, müsste es doch so passen. Komm rum. Nein. Hang on. That's gonna leave about 3 feet. Oh. Der ist tatsächlich über die Kante gehoppelt. Er ist tatsächlich leicht gehoppelt. Aber egal, wir werden uns dafür das Birdie holen. Und das ist natürlich schon mal wieder ein guter Anfang. So. Okay, a well-played hole there. It is birdie to kick off the round to 16 under par. Ja, aber man muss auch fast sagen hier, dass Birdie an der 1 ist eigentlich Pflicht. So while you're looking to make birdie at number 1, you'd be happy with a par 4 at this second hole. It's 471 yards, but the winds are a factor. It is a strong par 4. Mhm. So, ich war ja heute selber auf dem Golfplatz und muss sagen, es war wieder eine durchwachsene Runde für mich. Die ersten 9 waren wieder ein bisschen enttäuschend, die zweiten 9 dafür wieder richtig gut. Aber so ist eben das Golfspiel und hier haben wir es ja so ein bisschen ähnlich, dass immer zwischen den Back-9, Front-9, dass es immer ein bisschen, ja, zwei Gesichter gibt. Aber heute wollen wir auch mal schauen und überhaupt auf diesem Platz haben wir bis jetzt eigentlich immer gut gescored. Die zweite Runde sogar bogeyfrei. Und das wollen wir auch heute so fortsetzen. Wir müssen auf jeden Fall eher auf der rechten Seite sein. Der Wind ist jetzt aber nicht zu unterschätzen. Der Wind drückt den natürlich ein bisschen rüber nach rechts. Das soll gut sein, denn wenn er links runterrollt, haben wir ein bisschen ein Problem. Da gibt es einen Slope. Jo, aber so sollte das eigentlich funktionieren. Ja, okay, nicht richtig. Ein bisschen verzogen, aber es passt. Oder? Yep. And this round starting off strong after the birdie at the first. This in the fairway at number 2. Yep. Hinten freuen sich die Zuschauer. He's at his back shoulder as he lines up his second from the fairway. Okay. Ja, ich möchte lieber ein Eisen 4 spielen und im Zweifel wieder hochpitchen, ne? So war eigentlich mal die Idee, denn das Vierer wird auf jeden Fall auch rollen. Oh ja, der Wind. Ja, wenn der natürlich da vorne in den Slope fliegt, dann bremst der schön. Wir haben da aber auch eine Welle, die es dann hochgeht. Also ich würde sagen, wir haben heute hauptsächlich ja Seitenwind, so wie es aussieht. Ja, das müsste doch so passen mit dem Vierer. Mit dem Vierer. Okay. Ja, ich glaube, die Kurve hat er nicht groß. Springt er nach links? Das dachte ich mir. Komm, bleib liegen. Ja, komm, bleib liegen. Okay. Okay. Ja, ein bisschen weiter rechts. Ich hatte eigentlich wirklich damit gerechnet, dass der Wind etwas mehr macht. Aber das war es dann nicht. Ein Pitch will er machen. Einen witzigen kleinen Pitch. Okay, 12. 8, der wird ja wieder dahin rollen, habe ich den Verdacht. 12, 8, einen Pitch. Ja, bevor er wieder, ich meine, da vorne ist ja alles flach. Ja, ich habe schon wieder so, hey, wo ist denn eigentlich der Schlägerkopf? Ach, guck an. So, da kommt er jetzt raus, okay. Komm, lauf, 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 lauf. Ja, erstmal die Hose sauber gemacht. Sehr schön. Auch damit können wir wieder zufrieden sein. That finished off for a par here the second. And he'll remain well in control of this tournament. Yep, ein gutes Up and Down. Grün verfehlt.
Moving now to the 434-yard par 4 third at Riviera. Best way to attack here is to carry that fairway bunker on the left to set up a good angle on your approach. Ja, die Fahne steckt hinten. Das heißt, wir haben ein bisschen Grün zum Anspielen. Das ist mir immer lieber. Kurzgesteckte Fahnen sind immer schwer zu erreichen. 442 Yards gilt es jetzt zu überwinden. Wir haben jetzt Gegenwind. Er drückt in uns ein bisschen nach rechts und wir haben Gegenwind. Aber es ist jetzt wirklich nicht allzu viel. 276, 400 Yards, das ist okay. Wie gesagt, wir haben ja auch genügend Grün zum Anspielen. Wir werden ihn aber trotzdem etwas flacher anspielen. Ja, weil so wild ist ja der Wind nicht. Ja, geht mir sofort nach rechts weg. Ja, der bleibt jetzt natürlich im Dingraff liegen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ah. Das heißt, wir kamen keinen Spin, wenn wir jetzt hier aus dem Raff spielen. Let's check in with Nota Begay the third. He's got 135 yards to the front, 152 to the hole. Pin about medium depth, though it is on the left side. Wir werden verlieren im... Okay. Wir werden ganz schön verlieren. 91 bis 98. Aber wir haben jede Menge Grün. Auf der anderen Seite, wenn er aufkommt, müsste er eigentlich rollen. Weil er ja keinen Spin hat. Aber wir haben auch Gegenwind. Okay. So würde ich sagen. So, was spricht da denn vom Wind? Okay. Wenn er zu kurz ist, liegt er einfach im Gras. Also Bunker und so weiter kommt nicht rein. Wenn er aufkommt, rollt er leicht nach rechts. Also müssen wir auf jeden Fall links vom Stock bleiben. Ja, wir machen 2 Yards mehr. Okay, 87 bis 96. Okay. Er geht gleich nach rechts, so wie es aussieht. Ja, komm, bleib liegen. Rich, ist das 8 oder 9 Feet? Ich weiß nicht über das, aber es ist ein großer Approach. A 9-footer now for his birdie. So, das ist im Prinzip Level. Okay, es geht ganz leicht nach oben, ein bisschen nach oben. Aber wir haben nur ein bisschen Break von rechts nach links. Also rechte Lochkante. Dann sollte er auf jeden Fall ein bisschen nach links rüberlaufen und reinfallen. So. Jo! Ja, da hat doch einer die Freude im Gesicht. Arriving now at the 236-yard par 3 fourth, what Ben Crenshaw once called the greatest par 3 hole in America. High praise from the 19-time PGA Tour winner. Ja, gut. The greatest. Okay, weiß ich jetzt nicht. Da finde ich, gibt es spannendere. Okay. Gegenwind. Und diesmal nach links. Das heißt, wir müssten den eigentlich richtig schön reinfaden. Hoch reinfaden. Nach links. Da will, dass ich ein Holz schlage. Ja, gut. Das Thema ist, wir haben hier wenig Grün. Beziehungsweise auch wenig davor Platz. Aber ein Holz ist doch echt ein bisschen... Ich weiß nicht. Oder doch hier rüber wieder. Doch wieder dann den Draw reinspielen. Lasst uns mal schauen, okay. Ja, von rechts hätten wir eigentlich theoretisch mehr Platz, dass er auch runterrollen kann, ne? Eieieiei. Hier müsste er rüber. Hybrid. Okay.
Hybrid hoch reinspielen. Und noch ein bisschen die Kurve. So. Das sieht erstmal nicht schlecht aus. Die Frage ist, er rollt raus. Okay, das ist klar. Aber er bleibt hoffentlich im Fringe, im Vorgrün. Okay, Fairway, okay. Okay. Er möchte wieder pitchen. 11, 7. Kürzer geht gar nicht. Mit dem 60er, okay. Ja, es geht ein bisschen bergab, wenn wir etwas höher. Ach ja, und? Ah. Uns fehlen halt immer ein bisschen die Zentimeter, aber auf der anderen Seite. It was nearly perfect. Ja, genau. Also im Endeffekt hatte der Ball die Chance und er liegt ja jetzt tot am Stock, kann man sagen. Also das ist jetzt wieder ein Tap-In. Im Prinzip sollte man immer sehr zufrieden sein mit solchen Schlägen. Ja, auch hier wieder ein schönes Up-and-Down. Ein schönes Up-and-Down. Rivera's 434-Yard par 4-5. A lot to worry about here. Canyon wall and OB on the right, trees down the left, and of course, the iconic grass mound, which cuts into the fairway short of the green. So, der Wind geht nach rechts und ein bisschen gegen uns. Also das heißt, der hilft uns, auf die rechte Seite zu kommen. Das heißt, wir können auf jeden Fall weiter links anhalten, damit wir hier vorne nicht in den Sträuchern hängen bleiben. So, und das heißt, wir können auch mit dem Driver schlagen, weil er wird definitiv nicht bis vorne an die Kante rollen. Das ist gut für dieses Par 4 mit 434 Yards. Okay. Wir schauen mal kurz aufs Leaderboard, wie denn sich das Feld im Moment verhält. Also unser Mitspieler im Flight plus 1, wir minus 2. Das heißt, jetzt haben wir mittlerweile 9 Schläge Vorsprung. Und der erste, der Huberto Carvalho, ist bereits im Clubhaus mit einer 64 und hat minus 7 gespielt. Minus 7. Okay, also da geht einiges heute. Sehr schön. Da geht einiges heute. So, dann schauen wir nochmal. Ja, jetzt müssen wir gucken, wenn der wieder den Fade, beziehungsweise ja, den Fade nicht annimmt. Nicht, dass er uns links runterrollt. Also das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Besser rechts als links. Sonst haben wir die Bäume im Weg. So, ein kleines bisschen dagegen drohen. Ja, das passt wieder perfekt. Sehr schön. From the fairway, Noda, this is second. He's got 141 to the hole. Wind definitely hurting in his face. So, Eisen 9 bietet er mir an. Der Caddy drückt mir ein Eisen 9 in die Hand. Weil wir Gegenwind haben, immer noch Gegenwind, aber es geht auch bergab. Wenn, dann müssen wir den hoch anspielen. Auf der anderen Seite, wir haben ja viel, viel Grün. Und auf der und wir sollten es von rechts anspielen, weil das Grün fällt von rechts nach links. Okay, wir schauen mal, wie viel Wind. Okay, so. Und die Frage ist jetzt, das P wird zu wenig sein. Das 9er, wenn wir es hoch anspielen. Müsste doch eigentlich passen. Und wir dadurch etwas kürzer sind. Ja, geht sehr früh nach rechts. Und bleib liegen. Well, I don't have my tape measure out, but that looks like, oh, what, 6-7 feet in there, but that is an excellent approach shot. Auch das ist jetzt wieder eine sehr gute Birdie-Chance. Level. Wir haben wenig Break. Also ich muss sagen, die Grüns gefallen mir, zumindest hier die ersten.
Später kommen dann auch ein paar, diffizilere Grüns, aber im Moment ist es wirklich so, man kann hier sehr gut putten auf den Grüns, definitiv. So, wir haben ein bisschen Break, ein bisschen kontinuierliches Break. Der sollte auf jeden Fall den Ball ein bisschen rüber drücken. Yes, a good read. It's a birdie here at 5. And he's got it to minus 18. So, wir bestätigen unsere gute Form auch in dieser dritten Runde. Affectionately known in some circles as the donut hole, and it's easy to see why. One putt bunker dead in the center of the green, and that's the genius of the hole, as it takes away the safe spot and forces you to play target golf. Yep, das berühmte Donut. So, wir müssen uns das anschauen. Also das Ganze, ja, wir haben Wind. Und der Wind drückt den rüber. Das ist natürlich jetzt nicht so schön, weil wir sehen es ja, wenn ich hier rüber gehe, dann sind die Äste im Weg. Und da wollen wir auf keinen Fall durchspielen. Ich meine, mit einem anderen Schläger. Ach, das ist ja interessant. Obwohl wir jetzt höher sind. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ah ja, okay, jetzt kommen wir drüber. Okay. Naja, also Eisen 5 schlägt uns jetzt erstmal vor. Aber wir werden den definitiv reinfaden müssen. Stark reinfaden müssen. Die Frage ist, wir haben Gegenwind, das Fünfer. Wenn das Fünfer aufkommt, wird es rollen. Das Vierer ist definitiv zu lang. Das Sechser wird mir zu knapp, weil wir den Gegenwind haben. Und es ist auch ein bisschen höher. Ja, wenn der da hinten rein, dann haben wir da diese rote Fläche, die drückt den Ball nach rechts rüber. Ja, wir werden auf jeden Fall den Fünfer nehmen, denn der Fade müsste normalerweise dafür sorgen, dass der etwas kürzer ist. Ja, wir müssen ja auch länger sein im Endeffekt. So, mir geht es halt immer um das Drehen bzw. um den Roll. Gut, jetzt schauen wir nochmal. Ja, das sollte hoffentlich nicht in den Donut fallen. Da kommen wir an den Ästen vorbei und er wird hoffentlich nicht in den Donut fallen. So, auch hier wieder ein bisschen höher anspielen, damit er zum Liegen kommt. Ja, komm. Der kommt nicht rum. Der landet tatsächlich im Bunker. Okay. No, that is not gonna hold on. It is into the bunker in the middle of this sixth green. Ja, aber der wäre auch vermutlich durchgerollt. One of the cool design features here at Riviera Butt plays just like a normal bunker, go right at the hole. So, der Stand ist ein bisschen undankbar. Wir stehen über dem Ball und gerade so mit den Fersen hinten am Sand bzw. am Bunkerrand. Ja, er ist nicht richtig rumgekommen durch den Wind und der Fade hat auch nicht gereicht. Und wir haben es auch gesehen, der wäre auch ziemlich lang geworden, der wäre bös gerannt. Also vielleicht haben wir sogar Glück, dass er eigentlich hier im Bunker gefangen wurde. Okay, wir bevorzugen ja immer den Pick. Und jetzt bin ich mal gespannt. Weil beim letzten Mal hatten wir einen Bunkerschlag, wo er böse nach links abgehauen ist. Okay. Der war jetzt eigentlich genau auf der Linie. Just about flew that one in the hole. Luckily got it to stop. Not a bad shot. So, jetzt müssen wir aber hier ein bisschen aufpassen, weil da haben wir schon ein bisschen mehr Break. Was haben wir eigentlich? Ja, Level, aber es geht ein bisschen berghoch, okay. Das heißt, wir werden versuchen, durch den Break durchzuputten. Okay. Right where it is. Ja, solange wir keine Schläge verlieren, ist alles im grünen Bereich. Und ihr seht es auch, 10 Schläge Vorsprung mittlerweile. Hole that is distinctly Riviera. 408 yards of par 4, but you have that giant bunker going all the way down the left side and then the barranca on the right. The fairway closes in, pinches at about the 270-yard mark. So with all that's going on and as narrow as it gets,
You have to hit it straight off the tee here. Ja, ihr wisst ja die Geschichte mit dem Bären und dem Fell, ne? So, was haben wir denn? Ach, hier wieder ein Sandsafe, okay. Die Bären und dem Fell, natürlich, klar. Aber ich meine, es sieht wirklich sehr, sehr gut aus für den ersten Toursieg. Für 500 Punkte, die wir auf unser Konto schreiben können. Und ein Toursieg ist eigentlich schon fast die halbe Miete für die Teilnahme am Saisonende, am Championship. An der, wie heißt denn das Ganze eigentlich? Naja, ist ja egal, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls für die letzten drei Turniere, dass wir dann uns unter die Top 75 spielen. Okay, was haben wir hier? Jetzt haben wir wieder Mitwind. Wir haben Rückenwind. Und deswegen würde ich sagen, 399, das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir nicht. Aber wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Da haben wir wieder Bäume. Und wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir auf die linke Seite kommen. Und dass er uns dann aber hoffentlich nach rechts rüber rennt. Und mit dem Holz haben wir eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Oh ja, komm. Bounce nach rechts. Bounce nach rechts. Yeah, that's a nice ah, das passt. Result is gonna be a tee shot that is set up just fine. 145 Yards noch bis zum Stock. Now note his second from the fairway. 145 left to the hole. Pin is very accessible here, right in the center of the green. Hm. Der Wind kommt von rechts, aber ein bisschen hilft der auch. Approach hat Spin. Das hat jetzt weniger Spin. Ja, okay. Wir müssen auf jeden Fall von rechts rein. Dann springt er auch nach links. Wir sollten ihn aber etwas kürzer lassen. Ja, der ist sehr kurz, aber er wird ja kein Back, er hat ja keinen Spin. Sehr schön. Good shot. Safely on the green. And a das chance. Fast auf den Punkt, wo wir hingezielt haben. Sehr gut. This is a 13-footer. Oh ja, es geht einen Berg hoch. 3 inches. Ja. 3 inches. 3,69. Am Anfang geht es wieder ein bisschen nach links. So was ähnliches, so eine ähnliche Konstellation hatten wir schon mal, aber da vorne tut sich eigentlich wenig. Okay. Ja. Da bricht nämlich erstmal nach links, denke ich. Und jetzt wieder rüber. Sehr schön. Diesmal hat es gepasst. Ja, wie gesagt, wir hatten schon mal so eine ähnliche Konstellation und da ist er uns dann links vorbeigelaufen, weil wir nicht weit genug rechts angehalten haben. One of course designer George C. Thomas's all-time favorites. A split fairway is the unique feature here. Like many holes, this one forces you really have a strategy. So, jetzt schauen wir mal, wie der Wind ist. Wenn wir Gegenwind haben, dann rechts. Und wenn wir Mitwind haben, dann links. Okay. Auf der anderen Seite könnten wir den auch hier auf die rechte Seite. Wenn wir hier genau das Ding treffen, dann rollt er dahin und müsste eigentlich dort vorne hier so liegen bleiben. Ja, ist halt schon eine spannende Bahn. Also wir haben schon ordentlich Rückenwind in dem Fall. Wenn der mit dem Wind fliegt, aber wir haben da vorne auch vor den Bunkern einen Slope, sodass der nach links runterrollen müsste. Ja, ein bisschen mehr vielleicht. Ja, ein bisschen mehr. Das müsste doch eigentlich auch so passen. So, hat er die Kurve? Ja, der hat die Kurve. Das passt doch, oder? Ja, sehr schön, sehr schön.
Yeah, that's good shot. Decided to go for the right side fairway and that's in good shape. So, jetzt habe ich aber überhaupt nicht drauf geachtet. His second. 145 yards left. Pin sitting back right. Ja, aber jetzt haben wir richtig mit Wind. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall ein Eisen weniger nehmen. Es ist auch höher, okay. Und das Wedge müsste relativ schnell zum Liegen kommen. Also der Punkt ist jetzt der. Ja, wir haben eigentlich jede Menge Grün. Im Prinzip passt das sehr gut, wo wir den Ball abgelegt haben, weil wir haben jede Menge Grün hier vor uns. Wir dürfen halt nur nicht rechts rüber. Das ist ganz gefährlich hier, man sieht's. Ja, der Teil ist ganz gefährlich. Dann rollt er hier sofort hier runter und dann wird's schwierig. Okay. Deswegen darf er auch gerne links vom Stock aufkommen. Ja, das müsste so eigentlich hinkommen. Ja. Bisschen kurz, ne? Aber ja, rollt noch ein bisschen hin. Sehr schön. It's a solid shot and a green in regulation, but a little away from the band. Ja, ein solider Schlag, absolut richtig. This equally long for another birdie. Mhm. 9 Inches, das heißt also definitiv hierher. Und das Ganze bricht kontinuierlich nach rechts. Einen langen, langen Weg hat der Ball zu rennen. Das heißt, er hat viel Zeit, um nach rechts rüber zu rollen. Wir müssen definitiv weiter oben anhalten, bin ich der Meinung. Ja, der muss praktisch hier vorne an der Linie rüberbiegen. Ja, okay. Startet und geht dann hier rüber. Ja, da wird eigentlich macht er einen schönen Bogen. Das müsste doch so passen. Na, das ist zu viel. Das ist zu viel. Aber, ja, wäre auch zu kurz gewesen. Aber wir liegen wieder gut am Stock. Das ist okay. Das heißt, auch hier spielen wir wieder safe. Ein Pärchen. 4 unter für die Runde. We finish up the front side at Riviera with a 458-yard par 4 ninth, one of the finest par 4s in the game. A long straight drive. If he can manage it, we'll take the two fairway bunkers out of play. So, das Grün ist jetzt ein bisschen heikel, weil da haben wir auf jeden Fall Plateaus und die Fahne steckt ganz hinten links. Das ist jetzt echt nicht einfach. Aber wir haben Rückenwind, das heißt, wir können ein paar Meter mehr machen mit dem Drive hoffentlich, wenn er uns nicht rechts runterrollt ins Gemüse. Das darf er auf gar keinen Fall, weil sonst verlieren wir Länge. 276, 466, ein Berg hoch, das sind 200 Yards nochmal. Locker und da müssen wir dann gucken, wie wir aufs Grün kommen. Okay. So, ich glaube, der Drive müsste passen. Oh ja, der geht hier noch ein bisschen über den Slope, ja, über den Hügel. Good strike right there and this is gonna split the middle. Yep. 295 ist gut. Wir sind unter 200 für die Annäherung. From the fairway, we check in with Noda. Beautiful look at the ninth with the clubhouse in the background, but players beware, severely uphill. Whatever club you select, add one more. Ich meine, wir haben Rückenwind, aber es ist auch ein bisschen höher. Das heißt, es müsste sich ja ausgleichen. Der Rückenwind ist eigentlich ein Schläger weniger und die Höhe ist ein Schläger mehr. Ja, also ich will auf keinen Fall da hinten liegen. Auf der anderen Seite ist natürlich das Plateau wichtig. Hier vorne haben wir wieder eine Welle. Hier, da dürfen wir nicht hängen bleiben. Sonst haben wir wieder ein Problem, da hochzukommen. Also wir müssen auf jeden Fall da hin. Und wenn wir da oben sind, da ist es eigentlich eben. Ja, der Wind ist eigentlich direkt hinter uns. ...169 Yards mit dem Eisen 8.
Ja, ja, und davor haben wir nicht viel Grün. Wenn er deutlich zu kurz ist. Hm. Lieber ein bisschen länger. 7 Miles. Ich würde jetzt ungern. Eigentlich müsste der Wind mehr bringen, als dass die Höhe, der Höhenunterschied. So, okay, wir werden es gleich wissen. Okay. Und jetzt noch ein bisschen vorspringen. Wir sind auf jeden Fall auf dem oberen Plateau. Das ist schon mal sehr, sehr schön. That's a good shot. And more importantly too, a green in regulation, so birdie chance. Noted this for birdie. And players of this caliber should make this on a regular basis pretty flat with just a slight movement to the left. Okay, das Ganze geht nach... Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, ne? Da hinten geht's dann haut da ab. Dann rollen wir natürlich vom Plateau runter. Das wollen wir definitiv nicht. Okay, und wir wollen auch nicht zu lang sein. Aller Freundschaft. Ja, wir gehen noch ein bisschen mehr hoch. Ja. So, und jetzt bleib liegen. Good effort, but that'll run 2-3 feet past the hole. Sehr schön soweit. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen aufpassen. Also das Break wird er definitiv annehmen. Gut. And that will be a sizzling 31 on the front side, 4 under par. So, mittlerweile haben wir 11 Schläge Vorsprung. Well, this hole, the 315-yard par 4 10th, has been talked about so much. If you ask the professionals what's the best short par 4 in the world, most will point to this. It's all about options and that little sliver of a green which causes players headaches. This one is not just about the length, obviously, but it is a really strategic play. Ja, lass uns noch mal kurz aufs Leaderboard schauen. Und das ist, glaube ich, wirklich erfreulich. Wir haben gut gespielt. Mit minus 4 sind wir ganz vorne mit dabei. Die Nächsten sind mittlerweile im Clubhaus hier mit einer 67. Und der Kollege, der mit uns zusammenspielt, der uns eigentlich ja direkt verfolgt hier, plus 1, da hat sich dann der andere... Hier der Tarella hat sich hier noch ein bisschen vorgeschoben. Beide jetzt auf minus 8. Okay, also ich muss sagen, wenn wir auf die Scorekarte schauen, können wir auch wieder mal äußerst zufrieden sein. Wir haben das ordentlich gewuppt. 4 unter Par. Und ich bin für die Back 9 fast optimistisch, dass wir hier noch ein bisschen zulegen können. Okay, Freunde, das waren die Front 9. Dritte Runde hier bei den California Classics im Riviera Country Club. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen gefallen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier diese Trophäe bald unser eigen nennen können. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dann die Back 9 auch verfolgt. Bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Spiel und sage Tschüss.